wieder zurück. Vermutlich. Was ist das hier? Nein. Jetzt wird die Tür auf sein, hoffentlich. Also lag ich doch nicht so falsch. Lass mich hier erst nochmal Luft holen. Mein Gott, ist das ein feuchtfröhliches Erlebnis hier. Okay, okay. Da ist nichts. Hier ist Luft. Ja, ja, ganz ruhig bleiben. Hier ist Luft. Macht er hier keine Luft? Super, das ist schlecht. Ich dachte... Nein! Oh Gott. Das war knapp. Was sind denn die Luftbläschen dann da? Das ist ja scheiße. Kack, Luftbläschen hier. Bin ja gar nichts. Und jetzt will ich hier in den Abgrund, oder was? Immer runter in die Tiefe, ey. Immer weiter. Nee, nee, komm hier. Ich gehe lieber hier hoch. Komm, komm. Auf mit dir. Jawohl. Oh Gott. Hilfe! Möchte gern Gladys! Der Aufzug geht also doch noch. Komm, komm, komm. Muss ich was machen? Mal auf hier! Jetzt. Datenwerte. Geladen. Oh mein Gott. Oh fuck! Was ist das denn? Himmel, Arsch. Raketenwerfer, aber sofort. So. Ach nein, komm. Die ist gut, die ist doch gut. Oh mein Gott, stimmt, die ist ja von Gladys. Die hat was gemeint gehabt, dass sie hier eine Drohne hat. Der General steuert eine Kampfdrohne in die Landebucht nahe der Oberfläche. Aha. Ich habe mein unermessliches Bewusstsein in diese neue Drohne eingespeist, die ich konstruiert habe. Ich werde den General mit speziellen Raketen angreifen, die entwickelt wurden, die Panzerung seiner Kampfdrohne zu zerstören. Mhm. Und ich? Was mache ich? Ich darf zugucken. Oh je. Was geht jetzt los? Kann ich nichts machen? Was soll ich tun? Sag's mir. Hier komme ich her. Sag mir doch, was ich tun soll. Los jetzt. Ich kann hier nichts tun, nicht benutzen, gar nichts. Ja, du redest hier viel, machst aber gar nichts. Was genau ist das? Ach, hier geht's hoch. Okay. Ja, ja. Oha. Oh, General. Major Archer, ich habe schon auf Sie gewartet. Kaum zu glauben, dass ein Mann allein für so viele Probleme sorgen kann. Ja. Naja, ich andererseits habe Monster erschaffen, die die halbe Galaxis verwüstet haben. Mhm. Wir sind die Männer der Zukunft. Niemand kann uns aufhalten. Aber Sie werden nicht dazu gehören. Ihr Ende ist nah, Major Archer. Oh je. General. Da lacht er dreckig. Er hat aber auch einen großen Roboter, das ist ein bisschen größer als Gladys ihrer. Naja. Kommt es auf die Größe an? Die immerwährende Frage. So. Okay, okay. Was ist hier? Ah ja, da kommt der Gladys-Roboter wahrscheinlich hoch. Und dann, geht's ab. Auf geht's! Nichts passiert. Oh, doch, da ist er. Die Kampfdrohne des Generals ist mit einer Cutter-Kanone ausgerüstet, die jeden Gegner in die Tiefe des Alls teleportieren kann. Ah ja. Ich habe keine Schilde, die diese Art von Energie abfangen können. Das ist eine gute Frage. Sie müssen erst diese Cutter-Kanone zerstören, bevor ich gegen den General kämpfen kann. Ja, da beamt er mich ins Weltall. Toll. Zerstören Sie die Cutter-Kanone des Generals. Ja, das ist eine gute Idee, Dovenus. Die Cutter-Kanone befindet sich auf der rechten Waffenkapsel der Kampfdrohne. Sie werden schwere Geschütze aufwahren müssen, um sie zu deaktivieren. Ich werde hier warten, bis sie ihre Mission erfüllt haben. Was ist das denn für eine Logik hier? Die hat den fetten Panzer und fettes Scheiß und alles. Und ich, kleiner Mann, soll jetzt hier die einzelne Waffe an dem Riesending da kaputt machen. Das ist ja irgendwie sinnlos. Okay, okay. Rechts. Mein Gott. Das verstehe einer. Oh. So. Beamt er mich nicht ins All oder was?
Ja, wie komme ich jetzt raus hier, Mädel? Ach ja, hier wieder. Muss ich wieder durch die Löcher kriechen, hier ist er. Ekelhaft. So. Katakanone. Da schau her. Und. Bam. Nächster. Bam. Ach ja, oh, ein Panzer. Sehr schön. Bitte dann. Dann läuft die Sache. Das ist etwas anderes. Na dann. So. Das Panzerfahrzeug bietet keinen Schutz gegen den Katerraum. Mhm. Wenn sie von der Katerkanone des Generals getroffen werden, ist es aus. Ja, mach mir ruhig Mut. Das ist gut. Oha. Okay, gesagt, getan und schon getroffen. Super. Wie schlecht. Sie wurden in den Katerraum teleportiert. Ja, geil, oder? Das Panzerfahrzeug bietet keinen Schutz gegen den Katerraum. Wenn sie von der Katerkanone des Generals getroffen werden, ist es aus. So, Kater am Arsch. Oh Gott, fuck, fuck, fuck. Weg, 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 weg. Jawohl. Okay, dann ist es wohl hier so eine Sache. So muss ich wohl gewinnen. Oh Gott, was ist das? Hilfe, Hilfe. Okay. Oh Gott. Sie haben offensichtlich viel von mir gelernt, oh Gott. Damals, als ich noch der Anführer war. Ist die Katakanone jetzt kaputt? Katakanone wurde zerstört, sehr geil. Ausgezeichnet. Die Katakanone des Generals wurde zerstört. Jetzt bist du dran. Ich bin jetzt in die Reichweite meiner Raketenlocken. Mhm. Ganz toll. Tolle Idee. Komm ich hier rein? Nein. Ja, super. Geile Scheiße. Was heißt die Reichweite meiner Raketen? Komm ich mal einen Silberblatt? Was soll denn das? Geil, ich brauche den nicht. Was muss ich machen jetzt hier? Ich schieße mal auf alles drauf, was da ist. In die Reichweite meiner Raketen locken. Ich kann nur hier diese kurze Strecke entlang fahren. Was soll denn das? Ach so. Jetzt muss ich aussteigen hier. Wieder hier hoch oder hüß? Ne, hier ist ja nichts mehr. Hier komme ich ja nicht voran. Muss ich da vorne eine Tür aufmachen oder was? Mann, das soll einer verstehen. Mach auf hier jetzt! Geht's nicht auf. Ja, wunderprächtig, ey. Komm, ich mach ein Silberblatt, was soll das? Ganz komische Geschichte hier. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott. Ich muss aussteigen. Ich steig aus jetzt. Komm, steig aus. Ja, ja. Jetzt muss ich hier hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das war aber jetzt lucky. Ich verstehe. Gladys, wo ist sie denn? Ah! Hilfe, 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 Hilfe! Okay, okay, er kommt, er kommt, er kommt. Ich komm rüber, ich komm rüber. Er kommt. Jetzt er. Schnell, schnell, schnell. Da umdrehen, dreh dich um, der kommt gleich. Hallo. Mein Gott, kommt er überhaupt? Er kommt gar nicht. Was haben wir hier, was haben wir hier? Oh, Waffenspawner. Oh, da kommt, er kommt, er kommt. Gladys, Gladys, möchte gern Gladys. Er kommt. Hilfe, Hilfe. Jetzt komm, komm, komm. Gib ihm, gib ihm. Gib ihm ordentlich. Ja! Ja! Oh Gott, fuck! Gunman, die Xenos brechen zu Landebuch durch. Geben Sie auf, meine Panzerung ist zu stark. Sie müssen die Xenos daran hindern, mich zu beschädigen, solange ich kämpfe. Oh, geile Scheiße, Beschützermission. Find ich geil. Ich beschütze dich, vor was denn eigentlich? Ich sehe nichts kommen. Die Xenos brechen durch, wo denn? Ja, du machst es schon. Oh, jetzt hab ich es gehört. Oh, da ist. Ich beschütze dich doch, ich beschütze dich doch. Ja, ja. Oh Gott, bin ich schlecht.
voller schlechter Beschützer. Was geht da? Ja. Was meinst du? Hier. Ich kümmere mich um die Xenoms, ganz ruhig bleiben. Ich kümmere mich, Xenoms, ich kümmere mich. Xenoms am Arsch. Was? Alpha ist in der Nähe? Hab grad was gehört. Alpha Xenoms ist in der Nähe, das ist natürlich schlecht. Oh Gott, oh Gott. Da. Er ist tot. Komm schon, er ist tot. Jawohl. Verdammt! Da ist er. General! Ich werde ihr Herz mit meinen eigenen Händen zerquetschen, genau wie damals bei diesem... Es war so klar, dass das kommt. Ja! Landefahrzeuge nähern sich. Ich werde mein unermessliches Bewusstsein jetzt wieder in die Computer der Anlage transferieren. Ich muss mich schließlich noch um einen Xenom-Seuche kümmern. Ja. Vielen Dank, Gunman, und willkommen auf meinem neuen Heimatplaneten. Ja, fette Scheiße. Haben wir es geschafft, ne? Gunman-Landertruppen kommen. Oh, ich freue mich. Gunmans. Ja, geil. Projektleitung Herbert Flower. Ja, da ist es vorbei. Da ist die Gunman-Landertruppe. Super heftig. Okay. Ja, Mann, macht sie alle platt. Kann ich was machen? Nee. Kann ja zugucken. Gunman forever. Ja, Mann, alles platt machen hier. Sehr schön. Wow. Vorsicht. Geile Mucke wird jetzt angebracht. Ja, Mann. Ich kann nicht um mich schauen, leider. Das ist dann zu der Abspann. Modelle Renia Baninga, Christopher Isat, Adrian Baninga. Ja, das sind Gunmans. Juhu! Gunman! Texturen und Skins, Mary Allred, Herbert Flower, Renia Baninga, Miriam Haus. Wunderschön. Ja, war, ging doch alles gut hier mit der Möchtegänkler. Das hätte ich nicht gedacht. Dass das hier gut läuft. Oh ja, hier. Beine breit. Sehr schön. Hände an die Wand! Der General wird verärgert sein. Ja, mir egal. Musik Steve Blevin, Chris Leash, Anthony Brown. Rewolf Inc. So, das war's schon. Besonderer Dank geht an Aaron Stackpole, David Eckblatt, alle Leute bei Valve und Sierra. Ja, und mein besonderer Dank geht natürlich an euch, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dass ich euch dieses Spiel mit diesem Let's Play etwas näher bringen konnte. Somit verabschiede ich mich also. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Chris Plays for You.